Buonasera, benvenuto, herzlich willkommen und guten Abend hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zum zweiten Abend von Versesud, dem zweiten Tag von Versesud unseres italienischen Filmfestivals. Ich begrüße sehr, sehr herzlich als allererstes Generalkonsul Herr Cottafavi, herzlich willkommen. Dann Lucio Izzo und seine Frau, auch Frau Cottafavi, nochmal herzlich willkommen. Liebe Celeste Casciaro, lieber Eduardo Vinspia, lieber Franco Montini, liebes Publikum, ich freue mich sehr, dass Sie heute schon wieder so zahlreich gekommen sind und alle sich auf den heutigen Abend, den heutigen Film freuen. Nach der wundervollen Eröffnung gestern Abend mit unserem Hommage-Gast Giuseppe Tornatore zeigen wir heute zwar keine Weltpremiere, die war in diesem Jahr schon auf der Berlinale, aber immerhin eine kleine Frankfurter Premiere von Eduardo Vinspias neuem Film In Grazia di Dio, der in einigen Monaten, das habe ich gestern und heute auch nochmal erfahren, hier in Deutschland starten wird, beim Kairos Filmverleih, der ihn im Frühling in die Kinos bringen wird. Und falls Ihnen der Film gefällt, können Sie ihn gerne weiterempfehlen. Ich glaube, Eduardo freut sich darüber. In Grazia di Dio ist in Apulien, genauer im Salento, gedreht und er spielt auch dort, wie übrigens eigentlich alle Filme von Eduardo Vinspia, nämlich dort in Apulien, in einem kleinen Dorf bei Santa Maria di Leuca, lebt er auch zusammen mit seiner Frau Celeste Casciaro und seiner Familie. Auf der Landkarte des italienischen Films war Apulien lange Zeit eine unscheinbare Region. Das italienische Kino hat Geschichten vom industriellen Norden oder vom ländlichen Süden erzählt. Die Figuren haben in Mailand gelebt, in Rom, in den großen Metropolen, Neapel zum Beispiel auch oder in Sizilien. Und Apulien am äußersten Ende und am äußersten südlichen Ende Italiens gelegen, schien lange Zeit keine filmischen Fantasien zu wecken. Doch seit einigen Jahren gibt es ein neues, lebendiges apulisches Kino, das vor allem für Furore in Italien sorgt und ich hoffe sehr und ich würde mir sehr wünschen, auch in Deutschland. Für dieses neue apulische Kino oder für den neuen apulischen Film steht eigentlich keiner mehr oder besser als Eduardo Vinspia, der seit 1996, seit seinem Erstlingsfilm Pizzicata, der zugleich sein Abschlussfilm an der Filmhochschule in München war, in dieser Region filmisch unterwegs ist und diese Region filmisch erforscht. Sein Blick auf Apulien ist aber kein pittoresker, sondern ein sehr, sehr realistischer auf das heutige Apulien, auf das aktuelle Apulien. Und er zeigt dabei auch die vielen Widersprüche in der Region und die vielen Probleme in der Region durch Modernisierung oder durch die Globalisierung und die sozialen Probleme, die das mit sich bringt. Davon erzählt auch in Grazia di Dio. Für die treuen Versesud-Besucher, unter denen bei denen viele heute Abend hier sind, ist er sicherlich nicht unbekannt, auch seine Filme nicht unbekannt. Ich glaube, wir haben bis dato zwei schon bei Versesud gezeigt. Er hat viele Filme gedreht. Ich nenne mal ein paar für die, die ihn noch nicht kennen, damit Ihnen der Titel wenigstens mal zu Ohren gekommen ist. Sangue Vivo, pulsierendes Blut, der ist 2000 entstanden. Miracolo, das Wunder von 2003. Es gibt zwei Dokumentarfilme, Sotto il Cielo Azzurro und La Festa che prende fuoco von 2009, La Anima a Testa von 2013 und In Grazia di Dio, sein neuer Film aus dem diesjährigen Jahr. Wenn Sie sich jetzt schon immer gefragt haben, wie ich das gemacht habe, woher Eduardo Vinspia seinen illustren Namen hat, dann würde ich mal glauben, dass das an seiner illustren Familiengeschichte liegt, die viele Vorfahren aus Dänemark, Italien, Ungarn, Österreich, Liechtenstein, USA, Polen, glaube ich, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, stammt. Und er kann auch sehr schön einige Dialekte nachmachen und einige Sprachen nachmachen. Vielleicht macht er das nachher nochmal. Ja, und ich glaube, irgendwo auf dieser filmischen familiären Landkarte ist irgendwo der Name Eduardo Vinspia rausgekommen. Eine weitere Besonderheit von seinem Filmschaffen ist, dass er zumeist und überwiegend mit Laiendarstellern dreht. Und diese Tatsache haben wir auch eine ganz wundervolle Hauptdarstellerin in Grazia Dio zu verdanken, Celeste Casciaro, seine Frau. Nochmal herzlich willkommen, die ihn in Grazia di Dio ihr Debüt als Schauspielerin gibt. Wobei es hoffentlich nicht bleiben wird. Ich hoffe, dass sie noch weitere Filme dreht. Denn wie Fabio Fazzetti schreibt in unserem Katalog, sie bildet mit ihrer intensiven Darstellung der willensstarken Adele das Zentrum des Films. Und das finde ich auch. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Fabio Fazzetti hat im gleichen Text
auch noch mal ein wunderschönes Wort geprägt, nämlich in Grazia di Dio sei ein Salento Western, was ich auch sehr schön finde und sehr passend finde für den Film. Last but not least möchte ich mich nochmal, wie gestern Abend auch schon, aber nicht minder herzlich bei allen bedanken, die auch in diesem Jahr wieder dazu beigetragen haben, dass Versesud stattfinden kann und hoffentlich auch noch weiter stattfinden kann. Dem italienischen Kulturministerium in Rom, Made in Italy mit Franco Martini, den wir gestern Signore Versesud getauft haben, Francesco Bono und Piero Spilla, dem italienischen Generalkonsulat, Herr Cotafavi, dem Istituto Italiano in Köln, Herr Izzo, der italienischen Handelskammer, in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, mit Maria Laura Vacca, die dazu beigetragen hat, dass sie vorhin so leckere italienische Weine trinken konnten, und dem Team der Casa di Cultura, die schon seit vielen Jahren das Festival treu unterstützen, allen voran Mary Condotta. Danke, danke, mille grazie an alle, und jetzt bin ich am Ende. Jetzt kommt noch Herr Izzo dran, der Sie auch noch schnell begrüßen möchte. Und dann würde Edoardo Vinspier und Celeste Casciado auch noch einige Worte an Sie richten. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Film. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion im Anschluss. Bene, buonasera, herzlich willkommen. Soltanto per ringraziare brevissimamente ancora, a nome naturalmente anche del console generale Cotafavi, l'organizzazione del festival. Möchte ein paar Dankesworte heute Abend wieder sagen für den Herrn Konsul, Herr Cotafavi, und für die Organisation des Festivals. Quindi in primo luogo Monica Haas, Monica Haas an erster Stelle. Franco Montini, Franco Montini, il signor Versosud, Herr Versosud, den wir gestern getauft haben. ma naturalmente Mary Condotta, che non so, che sarà lì ma non vedo in questo momento. Mary Condotta, die irgendwo ist, ich sehe sie gerade nicht. E naturalmente i nostri due ospiti d'onore, quindi Edoardo Winspiel e Celeste Casciaro. Und selbstverständlich unsere Ehrengäste, Edoardo Winfried und Celeste Cacciaro. Monica Haas ha già ben introdotto il lavoro di Edoardo Winspiel. Monica Haas hat schon eine gute Vorführung gemacht von dem, was Edoardo Winspiel macht in seinem Leben und in seinem Filmleben. E naturalmente quindi lasciamo adesso a lui in prima persona la parola sulla sua arte. Deswegen würde ich jetzt ihm das Wort reichen, damit er etwas über seine Kunst und seine Person sagt. Ancora una volta rinnovo veramente gli auguri di cuore per il ventennale del festival e soprattutto il nostro impegno come Consolato generale, naturalmente, come Istituto di Cultura, a sostenerlo ancora per 20 o 20 volte 20. Nochmal herzlichen Glückwunsch für das 20-Jährige und 20 Jahre mehr mit dem Herrn Cotafavi, mit dem Konsulat und mit uns. Buona visione. Viel Spaß. Guten Abend. Ich spreche Deutsch, zwar nicht so gut, aber ich kann schon Deutsch sprechen. Ich habe an der HFF in München studiert und ich spreche kein Deutsch seit 22 Jahren. Aber ich werde heute auf Deutsch sprechen, manchmal mit der Hilfe von Marina. Entschuldigung. Und ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bedanke mich für die Einladung im Filmmuseum, Frau Haas. Und besonders die Organisation Made in Italy und Versosud. Ich begrüße den Consul Generale, den ich seit Jahren kenne, seit München, und der Direktor von Istituto di Cultura Izzo. Ich sage nur wenig über den Film, weil ihr seht den Film. Und ich werde hier sein mit meiner Frau, weil die Hauptdarstellerin ist meine Frau auch. Und dann ich antworte gerne, wenn Sie Fragen haben. Ganz kurz, ich sage, das ist ein ganz kleiner Film. Ich habe ihn so à la guerre comme la guerre gedreht. Und das ist eine italienische, aber ich würde sagen, eine apulianische Produktion. Alles finanziert in Apulien. Für Italiener es wird manchmal schwierig sein, die Sprache. Weil das ist gesprochen auf Apulianisch, auf Salentinisch. Und einfach, weil ist die Sprache, die wir normalerweise zu Hause sprechen.
und die, das war's. Das war's. Das war's. Ich, ja. So, viel Vergnügen und wir sind da in 4 Stunden. Nein, nein. Es dauert nur 2 Stunden. Danke. Buonasera a tutti. Guten Abend. Sono veramente molto felice ed emozionata di essere qui e di vedere questo pubblico. Sono molto contenta perché vedo anche delle facce italiane e questo mi emoziona ancora di più, scusate. Ich bin sehr froh, dass ich heute sein darf und ich bin wirklich sehr gerührt, weil ich viele italienische Gesichter sehe und da ich bin echt gerührt. Tut mir leid. Niente, andrete a vedere una storia molto molto italiana, anzi molto molto del sud. Sie werden heute eine sehr italienische Geschichte sehen, eine südländische, eine süditalienische Geschichte. Ai vostri occhi sembrerà molto esotica, giustamente. Für Sie ist es vielleicht eine exotische Geschichte. E niente, quindi dopo sarò contenta di se avete delle domande, insomma, di rispondere. Und ich werde dann qui. Froh sein, wenn Sie ich werde froh sein, auf Ihre Fragen zu antworten, wenn Sie welche haben. Buonasera. Bevor wir jetzt aber mit dem Gespräch anfangen, muss ich mich bei Antonio Balbi für mein vorheriges Versäumnis entschuldigen. Es gibt nämlich seit vielen Jahren bei Verse Sud eine Tradition, die in Form von Bildern, die den jeweils zu Gast seinen Regisseuren überreicht werden, existiert. Und ich habe das vorhin vergessen. È divertente. Bene, credo che sia un film molto curioso e molto anomalo per tanti versi. Ich glaube, dieser Film ist sehr ungewöhnlich und in vielerlei Hinsicht. E vorrei chiedere subito a Edoardo, appunto, com'è nato, qual è stata l'ispirazione e il motivo che l'ha portato poi a realizzare questo film. Und da möchte ich natürlich Edoardo sofort fragen, wie der Film entstanden ist, wo die Inspiration herkam. Die Inspiration war die Umgebung um mich, wo ich lebe, in Apulien, und ich habe gesehen, dass viele Leute schließen ihre kleinen Industrien. Wir haben sehr viele Industrien gehabt, die für norditalienische Industrien Kleider produziert. Forse è meglio se parli in italiano. Puoi parlare in italiano, tranquillo. Ah sì, no, per Senti, io traduco. Ah, c'ho tanti italiani, è vero. Per quello parleranno in tedesco. Vabbè, Ah, per Franco, certo, scusami. Hai ragione, Franco. Anche, però anche, in fondo preferisco l'italiano, anche è più facile per me. No, aspetta. Però fai pause. Poi. Ok. Fai pause. Ok, vai. No. C'ho problemi di coordinazione. Allora, quello no. che...
che ha detto finora che appunto il film nasce perché sono nato, sono nel mio ambiente, sono nato in Puglia, un paese, un posto che amo, e in Puglia ci sono molte industrie che stanno chiudendo. Ora, e poi ti abbiamo interrotto. Ora devo parlare io in italiano, tu in tedesco. Sì, esatto. Questo dimostra che non abbiamo chiamato Winsper soltanto perché parla tedesco, perché tanto comunque la traduzione la dobbiamo fare lo stesso. Wir haben nicht hergeholt, weil der Deutsch spricht, wir müssen sowieso alles übersetzen, von daher. E quindi ho visto che spesso chi reagisce alla crisi sono le donne. Und ich habe gesehen, dass sehr oft die Leute, die auf die Krise reagieren, das sind genau die Frauen. Per il ruolo sociale che hanno o che non hanno, per il loro carattere più fattivo, più pragmatico, più forte. Per la soziale rolle die sie haben oder sie vielleicht nicht haben, für ihre Persönlichkeit die einfach zu Tatdrang führt. Io una di queste donne la conosco molto bene perché l'ho sposata. Ich kenne eine dieser Frauen, denn ich habe sie geheiratet. Lei è molto forte e lei è stata una delle mie ispirazioni. Sie ist eine sehr starke Frau und sie war eine meiner Inspirationsquellen. È vero anche che ho pensato di fare di necessità virtù. Und ich dachte aber ich musste jetzt was nützliches mit etwa also was schönes mit etwas nützlichem verbinden. Perché questo film è costato molto poco e dovevo fare qualcosa di facile da mettere in scena con gli attori che conosco. Denn der Film hat sehr wenig gekostet und ich wollte etwas machen, was sehr leicht zu inszenieren war mit den Leuten, die ich kannte. E quindi avendo solo 450.000 euro, era facile lavorare con attori che ho a casa proprio. Und mit 450.000 Euro war es sehr einfach zu arbeiten mit Darstellern, die ich zu Hause habe, praktisch. In un raggio di 2 chilometri. Innerhalb von 2 Kilometer Radius. Infatti, tranne piccolissime cose, per Celeste questa è stata di fatto la tua prima esperienza cinematografica, comunque la tua prima esperienza da protagonista. Also mal abgesehen von ganz vielen, ganz kleinen Rollen, die du mal gemacht hast, war das die erste Erfahrung auf der Leinwand für dich. E ti volevo chiedere, ecco, dove cominciava il rapporto professionale, dove finiva il rapporto professionale e in qualche modo come si intrecciava un rapporto privato che appunto esiste. Dann meine Frage an dich, Celeste, wo fängt das professionelle Verhältnis mit dem Regisseur an und wo endet das private Verhältnis mit dem Ehemann auf? Allora, c'è stato un lungo periodo dove in casa si parlava solo di questo film. Also eine lange Zeit haben wir zu Hause nur von dem Film gesprochen. Si parlava molto di questo personaggio. Io poi volevo sapere, non essendo un'attrice, non avendo i mezzi adatti, dovevo conoscere bene il personaggio che lui voleva far conoscere al pubblico. Wir haben sehr viel über die Figur gesprochen. Ich bin ja keine Schauspielerin und deswegen wollte ich wissen, was die Figur machen sollte, wie sie auf der Leinwand wirken sollte. E appunto io a un certo punto ho pensato veramente di essere Adele. Und habe ich irgendwann gedacht, ich bin Adele. E quindi appunto. Poi Edoardo rende tutto molto facile. Io avevo questo ruolo molto impegnativo, non sono un'attrice e mi sono trovata con questa grossa responsabilità, però mi ha sempre e da subito tranquillizzata. Also mit Edoardo zu arbeiten ist einfach, er macht alles sehr leicht. Die Rolle ist sehr anspruchsvoll und ich bin wie gesagt keine Schauspielerin, aber er hat mir immer geholfen und mich immer unterstützt. In effetti questo film io l'ho potuto fare proprio perché mi sono affidata a lui, solo per quello, insomma. Und ich habe diesen Film nur machen können, weil ich mich auf ihn gestützt habe, nur deswegen. Se avete notato, sui titoli di testa c'è un cognome che ricorre un'infinità di volte, Casciaro, perché non è soltanto Celeste Casciaro, ma credo che tutta la famiglia Casciaro sia stata impegnata nel film. Ecco, più difficile o più facile lavorare con degli attori che appunto non sono attori. Also in den Anfangszielen kam ein Nachname sehr oft vor, das ist Casciaro, und es geht nicht nur um Celeste Casciaro, sondern einfach um eine ganze Familie Casciaro. Also wie ist es mit Leuten, mit Darstellern zu arbeiten, die eben keine Schauspieler sind? Sì, per rispondere anche alla prima parte della domanda, Celeste ha 7 fratelli, sono in 7 con tanti nipoti e vivono tutti nel raggio di 100 metri, 150 metri. Also um auf die erste Frage zu antworten, Celeste hat 7 Geschwister und unglaublich viele Enkel und sie leben alle innerhalb von 100-150 Meter Radius. E quindi abbiamo coinvolti tutti. Die haben alle mitgearbeitet. No,
Guarda, per me non c'è molta differenza fra attori professionisti e attori non professionisti. Also für mich gibt es keinen großen Unterschied zwischen Laiendarstellern und Schauspielern. Devono essere veri, autentici. Sie müssen einfach echt sein. E siccome questo era un film molto piccolo, con pochi soldi, e comunque io ero costretto, non avevo effetti speciali, non ci tengo nemmeno, non avevo grandi location, ero costretto, ma lo sono sempre costretto, a rendere la messa in scena autentica, la recitazione autentica, scusami. Der Film war sehr klein und das Budget war auch sehr klein, deswegen musste ich einfach in diesem Film, wie auch in anderen Filmen, einfach das Ganze sehr aufs Allerechteste darzustellen. A volte io amo molti attori italiani, però in Italia è complicato a volte lavorare con gli attori perché ci sono... Ich liebe italienische Schauspieler, aber in Italien ist es manchmal sehr kompliziert, mit denen zu arbeiten. Perché ci sono gli agenti? Es gibt Agenten. E perché c'è un problema obiettivo che la lingua italiana? Es gibt ein objektives Problem, das ist die italienische Sprache. Se io giro nel Salento e metto in scena una storia di contadini, di operai, di persone del posto, comunque che vengono dal popolo, è difficile lavorare con la lingua italiana. Also wenn ich einen Film in Salento drehe und mit Bauern arbeiten will, mit Arbeitern, mit Leuten, die da leben, ist es einfach schwierig, das Ganze auf Italienisch zu machen. Il film è uscito doppiato anche in italiano. Also der Film hatte Untertitel auch in Italien. Ma sì, io ho doppiato, scusate, con i sottotitoli, con sottotitolato. Ma io ci ho pensato all'inizio, ho detto facciamoli parlare in italiano, ma... Io non sono un ideologo del dialetto, così. E semplicemente sono uno che vuole trasmettere autenticità, verità. E mia moglie parla in dialetto con suo figlio. Also, am Anfang habe ich schon gedacht, ich würde das Film auf Italienisch, den Film auf Italienisch drehen, aber ich bin jetzt eigentlich kein Dialektideologe, aber meine Frau redet ja selber Dialekt mit ihrer Tochter. Also, der Film musste echt sein. Questo. Das war's. E poi semplicemente io ci tengo molto a lavorare in preparazione con gli attori, cioè, lavoro 2-3 mesi e con gli agenti a volte è complicato perché è complicato. Perché... Und ich möchte auch mich mit den Schauspielern vorbereiten können und wenn ein Agent dazwischen funkt, ist es einfach kompliziert. No. Anche per i vari impegni che possono avere gli attori, no? Denn die Schauspieler haben ja auch andere Engagements, andere Filme, die sie machen müssen, eventuell. Certo, certo, certo questo. E mia moglie sta a casa mia con me, quindi è più facile. Und meine Frau war zu Hause, das war viel einfacher. Mi ha sfruttato, capito? Er hat mich ausgenutzt. C'è sua figlia, la figlia, Laura, e poi c'è il Stefano, è il mio amico, il mio socio nella società La Saietta, produttore del film. Also, amico d'infanzia. Laura ist ihre Tochter und Stefano ist mein Kindesfreund, also der ist Mitgesellschafter in der Gesellschaft, die wir haben. Dicevi all'inizio è un film che dimostra come le donne siano in fondo più forti degli uomini. Am Anfang hast du gesagt, der Film zeigt, wie Frauen stärker sind als die Männer. E l'ultima sequenza del film, le quattro donne che si ritrovano nel letto e che ritrovano anche una armonia fra di loro, escludono completamente l'universo maschile. Und die letzte Szene zeigt eben die vier Frauen, die am Bett sind und die einfach eine Frauenharmonie finden, die Männer komplett ausschließt. A volte si parla di cinema misogeno. Man spricht manchmal über frauenfeindliches Kino. Il tuo è esattamente il contrario. Aber dein Kino ist genau das Gegenteil. Sì, io ho una grande ammirazione per le donne e soprattutto per le donne del Sud Italia. Also ich habe eine große Bewunderung für Frauen und vor allem für Frauen aus Süditalien. Perché le donne sono forti, non hanno bisogno di dimostrare, non c'hanno quella vanità maschile che io trovo anche simpatica perché è puerile, perché la ritrovo nei bar, io sono così. Die Frauen sind stark, sie müssen nichts beweisen, sie sind nicht so eitel wie die Männer, was wiederum auch irgendwie nett ist. Ich bin ja selber so, wenn ich in eine Bar gehe zum Beispiel. Allora, ogni tanto discuto, specialmente da noi nel Salento, perché i ragazzi giovani dicono noi non siamo così e gli uomini dicono noi non siamo tutti così, ma
ovvio che non siamo tutti così. È una storia che ho raccontato, è un momento. È un... Also in Salento, wir haben sehr viel miteinander gesprochen, auch mit den Jungs. Und auch Männer sagen, wir sind genau, wir sind nicht so, wie wir dargestellt werden. Aber klar, das ist eine Erzählung, die ich gezeigt habe. Das ist so ein Moment. Sì, poi ci sono anche uomini come il personaggio di Stefano e di Cosimo che si comportano da veri uomini. Mi piaceva raccontare quelli più, diciamo, deboli, apparentemente, quelli più dimessi, più timidi, che sono lì nel momento del bisogno e sono forti. E poi... Es gibt Stefan, es gibt Cosimo. Ich wollte einfach die Geschichte erzählen von Männern, die halt die Schwächsten sind, die einfach die Scheuesten sind, aber die dann in dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt, auch Stärke zeigen. Se devo essere sincero, io non vorrei nemmeno fare troppa differenza fra uomini e donne. Sono fra... Non mi piace quando dico un film femminista, è vero che è un film dove c'è una grande passione per le donne, però io vorrei che gli uomini avessero delle qualità femminili e le donne maschili. Solo che così non è, quindi è divertente anche caratterizzarli. Also ich möchte eigentlich gar keinen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen. Es gibt, ja, man kann nicht sagen, dass ein Film für Frauen oder gegen Frauen, für Männer oder gegen Männer ist. Ich möchte einfach, dass Frauen Eigenschaften von den Männern übernommen und umgekehrt auch. Das ist nur mal, es ist halt nicht so, aber ich möchte das gerne. Senti, nel film c'è una importanza sottolineata più volte del sentimento religioso. Poi forse anche il titolo in qualche modo sì. Richiama a questo, in grazia di Dio. Ecco, quanto è vivo, quanto è importante questo sentimento nella realtà dove tu vivi nel Salento? Also in dem Film ist Religion sehr, sehr wichtig und das spiegelt sich auch in dem italienischen Titel, in Grazia di Dio. Inwieweit ist Religion wirklich so wichtig in dem Salento von heute, wo du lebst? Beh, è una presenza costante. Ma non sempre è una presenza che ha a che fare con la spiritualità, spesso è a che fare con la tradizione. Also es ist eine konstante Präsenz, aber die hat nicht so sehr mit der Spiritualität zu tun, sondern eher mit der Tradition. Oh, nicht nur mit der Spiritualität. Noi abbiamo dei modi di dire che possono essere usati anche da agnostici, tipo in grazia di Dio, come stai, in grazia di Dio, che semplicemente vuol dire sto bene, sto in pace. Also es gibt Redewörter bei uns, die können auch Leute benutzen, die nicht glauben, in grazia di Dio, also in Gnade Gottes, wie geht es dir? Naja, in Gnade Gottes, es geht mir gut. Comunque c'è il tema della fede sicuramente nella nonna, per esempio. Glauben ist sicherlich ein Thema in dem Film. Die Oma ist sehr gläubig. C'è un afflato verso la trascendenza. Es gibt ein afflatus in Richtung Transzendenz. Ich bin tutto orgoglioso di dire questa cosa. Ich war so stolz, dass ich diese Worte jetzt gewählt habe. No, e c'è anche per me, a parte la fede cristiana, c'è un'idea, diciamo, quasi panteistica della natura, anche in questo. Und mal abgesehen von dem christlichen Glauben, es gibt auch einen Pantheismus. Ed è comunque una ricerca. Und das ist auf jeden Fall eine Suche. Quanto dal punto di vista del linguaggio cinematografico, a me ha ricordato un po' il tuo film Certo cinema popolare, un po' melodrammatico degli anni 50. Ecco, non so se nel momento in cui lo hai girato hai pensato anche a questo modello. Was jetzt die Filmsprache angeht, ich muss sagen, dein Film hat mich ein erfolgstümliches melodrammatisches Kino von den 50er Jahren erinnern. Inwieweit ist das denn so? Inwieweit hast du dich daran inspirieren lassen? Beh, io mi ritrovo nella tradizione del melodramma italiano. Also ich bin eigentlich mittendrin in dem italienischen Melodrama. Melodramma può essere qualcosa di negativo. Das kann negativ aufgefasst werden. È percepito negativamente. Però per me è invece qualcosa di che ha a che fare con la nostra tradizione. Doch für mich hat Melodram etwas mit der italienischen Tradition zu tun. Quando io giravo il film, ogni tanto pensavo, giro questa scena, ci dimentichiamo Cannes, o no, ci dimentichiamo la Canzen, però possiamo andare alla Semen. Also wenn ich mal Szenen gedreht habe, ich mir gedacht, soll ich diese Szene jetzt wirklich so drehen? Okay, dann vergessen wir Cannes. Wir vergessen die Canzen oder die Semen.
questo piacerà a qualche festival, però c'è un disturbo qui. Però mi gioco a Berlino. Also das wird vielleicht irgendeinem Festival gefallen, aber vielleicht gehe ich da nicht nach Berlin. Però alla fine non importa. Aber im Endeffekt ist es egal. Io faccio un cinema, non lo so se è un buon cinema, perché io ho un'idea molto alta di cinema. Quando vedo Altman, quando vedo Kieslowski, quando vedo Wenders, mi vergogno perché dico, caspita, questi sono grandi. Also ich mache Kino, ja, aber ich habe eine sehr, sehr hohe Meinung von Kino. Wenn ich Altman, Kieslowski oder Wenders sehe, da denke ich, oh Gott, ich kann mich sowas, mit sowas überhaupt nicht vergleichen. Però io una cosa posso dire di me stesso, che c'è una ricerca di autenticità e sono generoso. Aber ich kann eines von mir sagen, ich suche das Echte und ich bin großzügig. Tut mir leid. Faccio un esempio, ogni tanto ci sono dei piani sequenza dove uno guarda l'orizzonte, dove un critico come Franco Mordano, Franco no, dice, caspita che profondità, e io dico, ma che cosa, non voleva dire niente, non sapeva cosa dire, ha fatto un piano sequenza con uno che guarda, che ne so, che è una cattiva copia di Bellatar in Satantango, per esempio. Es gibt manchmal so Szenen, wo man einfach in die Ferne guckt und man könnte denken, oh Gott, das ist ja eine wunderbare Tiefe. Also ein Kritiker könnte das sagen. Und dann denke ich, ja, das ist doch alles Quatsch. Der passt einfach so drin und das habe ich nur so gemacht. Il film durava 3 ore e 40 minuti. Der ursprüngliche Film war 3 Stunden 40 lang. Abbiamo tagliato 42 scene. Wir haben 42 Szenen weggeschnitten. Abbiamo, il film è scritto in un mese, girato in un mese, montato in 5-6 mesi. Also ein Monat zum Drehen, ein Monat zum Machen und 5-6 Monate zum Cutten. Era molto Sturm und Drang. No, come una cosa loro, una cosa tedesca. No. Sì, infatti. No, il film dà anche l'impressione di essere stato molto scritto con la cinepresa. Also man hat das Gefühl, dass man den Film eigentlich mit der Kamera geschrieben hat. Appunto questa impressione di improvvisazione in alcuni momenti del film è reale così oppure invece era tutto perfettamente scritto? Also man hat auch das Gefühl, dass einige Szenen wirklich improvisiert waren und deswegen meine Frage an dich, waren sie wirklich improvisiert oder war alles von vornherein geplant? Allora, è un film scritto, ma c'è stato molto spazio per l'improvvisazione. Also wir haben tatsächlich ein Drehbuch geschrieben, aber wir hatten auch sehr viel Raum für Improvisation. Perché ammetto, io avevo molto gioco nella manipolazione dei miei personaggi, che sono mia figlia, mia moglie e il mio amico. Denn ich konnte ja meine Darstellung so gut manipulieren, wie ich wollte. Ich meine, das waren meine Tochter, meine Frau und meine Freunde. Molto spesso le scene si risolvevano con un piano sequenza. Und am Ende waren die io non so come si dice piano sequenza. Plan sequence, così in tedesco. Ah, ich habe vergessen. Eine Aufnahme, eine Szene. Wie sagt man auf Deutsch? Plan sequence. Sehr oft waren die Szenen, vielen Dank, eine Plansequenz. Und ich habe gesagt, io dicevo ai miei attori, ricordatevi che ogni scena porta un'altra. Und ich sagte immer meinen Darstellern, erinnert euch dran, eine Szene führt zur nächsten. Quindi ricordatevi delle battute fondamentali, qual è il senso della scena, dell'inquadratura? Da müsst ihr auch schon merken, was der Sinn der Sache ist. Ma in coda, in testa? Am Anfang und am Ende? Dite quello che vi pare, non quello che vi pare, comunque improvvisate anche. Sagt was ihr wollt, also ihr könnt improvisieren. Per esempio, la scena dove Celeste sta con Stefano, Adele sta con Stefano sul mare e parlano della Grecia, sai, la Grecia del 45. Also die Szene, wo Adele und Stefano am Meer sind und über Griechenland sprechen. Io non la sapevo, non sapevo niente, non l'abbiamo scritta. Ich wusste nichts davon, also die Szene war nie geschrieben worden. Grazie a questa spontaneità Celeste ha riso. Und dadurch hat Celeste gelacht. Celeste, per esempio, questa è manipolazione di un regista. Trova molto buffo il mio socio. Also, das ist Regisseurmanipulation. Celeste findet meinen Partner sehr witzig. E lui è molto timido. Er ist sehr scheu. È un vulcano di emozioni. Er ist so ein Gefühlsausbruch in sich. Rinchiuso in un guscio
proprio di che non vuole, però vedi che sta esplodendo. Und die ganzen Gefühle stecken in der Schale und man sieht, die ist kurz vor dem Bersten. Quando metti una donna come Celeste che ti guarda con gli occhi scuri, sempre giudicante, scrutante, severa e però anche affascinante. Und wenn du eine Frau wie Celeste hat, die dunkle Augen hat und dich anstarrt und eigentlich total streng ist, aber auch total faszinierend. Uno così, da uno così succedono delle cose molto interessanti. Bei so einer Person können ganz viele interessante Dinge passieren. Io vorrei dare anche la possibilità agli spettatori che sono qui di intervenire, quindi se ci sono delle domande, volentieri arriva un microfono che credo che sia già jetzt in wenn sala. Sie möchten, wenn Sie irgendwelche Fragen haben an den Regisseur, an Celeste, bitte schön, nehmen Sie das Mikrofon. Buonasera. Allora, intanto complimenti alla signora Casciaro che, insomma, per non essere un'attrice è stata un'interpretazione magistrale, insomma, semplicemente magistrale, complimenti. Excellent in dem Film. E poi volevo, da regista volevo sapere, con l'esclusione della nonna, insomma, che era quella che cercava di riappacificare gli animi, insomma, di queste donne molto, molto impulsive, se ne dicevano di tutti i colori, insomma, cioè cioè si offendevano, insomma, no? Tiravano fuori delle cose proprio del passato, insomma, delle cattiverie, e poi si riconciliavano, insomma, cioè questa estremizzazione dei sentimenti era voluta o è nata appunto nel corso del film, insomma. Und meine Frage wäre, also abgesehen von der Oma, die eigentlich immer versucht hat, die Wogen zu glätten, alle anderen Frauen haben sich permanent gestritten, haben sich angeschrien, haben sich gegenseitig beleidigt und dann haben sie wieder Frieden geschaffen. War das jetzt etwas, was so entstanden ist oder war das jetzt gewollt in dem Film? Questa è un'ottima domanda, perché con lo sceneggiatore ogni tanto dicevamo, ma non è un po' strano che poi si riconciliano subito dopo? Also das ist eigentlich eine sehr gute Frage, denn wir haben manchmal diskutiert darüber und wir haben gesagt, ist es nicht so merkwürdig, dass sie sich streiten und dann gleich darauf wieder Frieden schaffen? Il direttore della fotografia dice, ma perché si accarezzano dopo essersi dette le cose più tremende del mondo? Und der Fotografiedirektor sagte, warum streicheln sie sich jetzt, nachdem sie sich alles mögliche an den Kopf geworfen haben? Perché è vero. Denn das ist so, ist wahr. Io ci vivo con persone che dicono delle cose, io dico no, per favore, non dico. Io dico, se ne vanno di casa, invece niente. Dopo un poco mi presti la macchina, mi presti la giacca. Ich lebe mit solchen Leuten, die werfen mir alles Mögliche in den Kopf, die sagen, ich gehe jetzt nach, ich gehe weg, ich verlasse dich und überhaupt. Und zwei Minuten später gibst du mir das Auto, bitte, ich gehe jetzt weg. Das sind südländische Familien. Io c'ho una parte napoletana, salentina, e l'altra austriaca. Also ich bin halb aus Salento, aus Neapel und halb aus Österreich, eigentlich. La parte austriaca mi dice, ma dopo queste cose ci sarà, è impossibile trovare la riconciliazione. Und mein österreichischer Teil sagt mir, das kann doch nicht sein, dass nach so vielen Sachen wieder Frieden geschaffen wird. Loro la trovano dopo due minuti. Da passiert es in zwei Minuten. Dopo che sei grassa, fai schifo, fai tutte le cose tremende, sei una scema, sei un idiota, io sono infelice da quando sono nata con te. E poi mi dai i bikini, che ne so, che cose così. Ti werfen sich die schlimmsten Sachen an den Kopf. Du bist fett, du bist dumm, ich weiß gar nicht, wie ich mein ganzes Leben mit dir verbringen sollte. Und zwei Minuten später kannst du mir vielleicht dein Bikini leihen oder so? Also. Così. Che in fondo, dietro a questo atteggiamento che uno può avere, l'altra persona forse riconosce che c'è, che c'è dell'amore, no? È un tentativo di togliere questa ombra dell'indifferenza, no? E quindi per contrastare l'indifferenza una prova tutto. Also, es ist ja, diese Haltung ist vielleicht dem geschuldet, dass die andere Person, die spürt ja Liebe für dich. Und deswegen, es ist vielleicht ein Versuch, einfach der Indifferenz aus dem Interesse auf den Weg zu schaffen. Und um das zu tun, versucht man alles. Risultando aggressiva, però subito dopo viene fuori comunque l'amore per la figlia, comunque l'amore per le persone che ti stanno vicino. Und das Ergebnis ist, dass man halt aggressiv ist, aber gleich danach kommt dann die Liebe wieder raus, die Liebe für dein Kind oder für die Leute, die dich umgeben. C'è la signora. Io personalmente in questo film non ho visto un film di femmine,
Ma ho avuto la sensazione che in maniera molto sottile c'era una critica storica. Also in diesem Film habe ich eigentlich keinen Frauenfilm gesehen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass es eine historische Kritik gab. Che c'è, per esempio, un meridione d'Italia senza uomini, perché questi uomini sono uomini che stanno lavorando in Europa. Es gibt zum Beispiel einen Süden in Italien, der ohne Männer ist, weil die Männer eigentlich in Europa sind, weil sie arbeiten müssen. C'è la nonna in effetti che parla del fatto che c'è una pensione del nonno che aveva lavorato in Svizzera. Die Oma bezieht ja eine Rente. Die Oma bezieht ja eine Rente aus ihrem Mann, der in der Schweiz gearbeitet hat. C'è un momento quando l'azienda crolla perché i mercati sono cambiati e immediatamente di nuovo l'unico maschio, il fratello, parte di nuovo per l'Europa. Es gibt einen Moment, wo der Betrieb zugrunde geht, weil eben die Märkte sich geändert haben und der einzige Mann, der Bruder, der fährt weg. Per cui forse perché proprio noi viviamo all'estero, ho avuto subito questo orecchio aperto che mi sono detta lei è forse il primo che ci racconta una storia che ci dice in maniera ritmica dopo 50 anni si stanno ripetendo i problemi appena al meridione nei mercati internazionali o europei ciò che più si patirà nel meridione d'Italia è la mancanza degli uomini. Vielleicht weil wir im Ausland leben, aber ich habe das Gefühl, Sie sind der Erste, der sowas sagen, nämlich dass vielleicht nach 50 Jahren sich die Geschichte wiederholt, dass wir wieder einen Süden haben werden, wo die ganzen Leute ausgewandert sind, um zu arbeiten, und da werden keine Männer mehr da sein. E questo è il suo messaggio che ci vuol dire quando ci sono famiglie senza uomini, che sono uomini figure positive, figure che aiutano la propria moglie a educare i propri figli, che ci sono in effetti queste tensioni tremende che poi si esprimono in questa maniera, insomma, con la cattiveria infraumana. Ist das Ihre Botschaft oder das, was Sie sagen wollen, wenn Sie sagen, es gibt Männer, die sind positiv, die helfen der Familie, aber die sind eigentlich gar nicht da? Ist es das da einfach, was Sie sagen möchten? Io ho detto prima che sono non so se sono bravo o un cattivo regista, ma sono generoso e ich weiß nicht, ob ich ein guter oder ein schlechter Regisseur bin, aber ich habe vorhin gesagt, ich bin großzügig. E sicuramente una delle cose che volevo raccontare è questa diaspora che colpisce il sud, non solo gli uomini, ma i giovani e le giovani anche. Und eine Sache, die ich erzählen wollte mit meinem Film, ist auf jeden Fall diese Völkerwanderung, die auf jeden Fall die junge Generation betrifft, Männer und Frauen. E naturalmente in una società dove c'è un uomo, la famiglia è unita, uno aiuta l'altro, è più facile tirare su i figli e andare avanti. In einer Gesellschaft, wo die Familie einfach ein Nukleus bildet, wo alle zusammen an demselben Strang ziehen, es ist einfacher, dann Kinder hochzuziehen, großzuziehen. Noi abbiamo spesso, anche in altri film, ho raccontato famiglie, noi abbiamo una fortissima immigrazione in Svizzera, Francia e Germania. Also bei uns gibt es eine sehr starke Immigration in die Schweiz, nach Frankreich und nach Deutschland. E i figli degli immigranti di ritorno spesso hanno grandi problemi di adattamento. Und die Kinder von den Migranten, die zurückkehren, die haben große Schwierigkeiten, sich dann wieder einzugliedern. Perché spesso sono stati con le nonne, con una nonna, e ogni tanto si dividevano fra la Germania, la Puglia, cioè così. Denn oft waren sie mit einer Oma oder mit Großeltern, oft waren sie teilweise bei uns in Polen, teilweise in Deutschland. E c'è anche questo tema. Ci sono tanti temi nel film. Also im Film gibt es viele Themen und das ist sicherlich eins davon. E comunque il tema principale è la storia di una famiglia che la famiglia che reagisce alla crisi. Und auf jeden Fall ist die Hauptgeschichte einfach die Geschichte einer Familie, die auf der Krise reagiert. Naturalmente io non posso parlare di macroeconomia, mi limito a una storia di personaggi. Ich kann aber natürlich nicht von der Makrowirtschaft reden, ich muss einfach von Menschen reden. Ma nel pensiero, sullo sfondo, ci sono tutte queste problematiche. Aber im Hintergrund gibt es natürlich diese ganze Problematik. Jemand anders? Tu dicevi prima metto questa cosa, non vado a Cannes, metto questa cosa, non vado a Berlino. Invece a Berlino ci sei andato. Du hast vorhin gesagt, du willst die Szene, hast dir gedacht, oh, wenn ich das jetzt mache, gehe ich nicht nach Cannes oder so, da war, aber dann nach Berlin bist du gegangen. Tra l'altro nell'ultima edizione del Festival di Berlino era l'unico film italiano appunto selezionato ufficialmente nella Berlinale. In Berlin, auf der Berlinale, war es eigentlich auch in der offiziellen Ausstellung der einzige italienische Film.
Ecco, qual è stata la tua reazione quando hai saputo che appunto un festival così importante aveva scelto il tuo film? Wie hast du darauf reagiert, als du erfahren hast, dass ein so großes Festival dich gewählt hat? No, ero felicissimo. Ich war überglücklich. Perché ora nel mondo c'è Cannes e poi Berlino. Also in der Welt gibt's Cannes als erster Stelle und dann kommt Berlin. E poi purtroppo per noi c'è Venezia. Forse Cannes e Berlino e Toronto insieme, poi c'è Venezia. Und dann gibt es vielleicht noch Toronto und leider für uns dann kommt Venedig danach. Come italiano poi è meglio andare all'estero perché a Roma o a Venezia siamo percepiti sempre come italiani. Als Italiener ist es besser im Ausland zu gehen, denn in Rom oder in Venedig wir werden immer als Italiener aufgenommen. E ci mettono una specie di ghetto di cose, di come si chiamano, manco so come si chiamano. Delle sezioni orizzonti dedicate. Degli italiani albe degli come si chiama cose italiane controcampo italiano passato italiano pasta di pomodoro in italiano che non so quanto, da werden wir immer in Sonderausstellungen hineingepackt, wo wir gar nicht hinwollen, die verrücktesten Namen haben, dove ci sono film decenti e film orrendi perché sono fatti da qualcuno che è importante, wo es da gute Filme gibt und schlechte Filme gibt, die aber da sind, weil sie von jemandem ganz wichtigen gedreht wurden. Allora io ho detto no, devo andare, piuttosto vado a Carlo Vivari, che non so, che è un ottimo festival, a San Sebastian, però Berlino è... E devo dire però che anche Berlino, mi dicevo ogni tanto, però questa, adesso non dico quelle cose, però perché non togli certe cose? Also, ich fahre lieber nach Castro Vivari und da wollte ich nach Berlin, aber auch in Berlin habe ich mir gedacht, Berlin, vielleicht sollte ich ja da doch etwas wegschneiden, no, von dem Film. Qualcuno mi Ach, jemand anders hat mir gesagt, vielleicht solltest du da doch etwas wegschneiden, wenn du nach Berlin willst. E non l'ho tagliato. Habe ich aber nicht gemacht. Però mi piaceva il dialogo con i berlinesi, perché da novembre fino a febbraio c'è stato un continuo, venivano a lavorare sul montaggio, a vedere come andava il montaggio, l'ultimo montaggio. Aber das Gespräch mit den Leuten aus Berlin gefiel mir sehr, weil von November bis Februar haben sie einfach immer mitgewirkt bei der Montage, bei dem Cutting, bei allem. Die wollten sehen, was passiert. E quindi mi sentivo seguito. Also ich fühlte mich gefolgt. Also nach Cannes, Venedig, Carlo Vivari und Berlin kann eigentlich nur noch Frankfurt kommen. Dopo Cannes, Berlino, Carlo Vivari, può esserci solo Francoforte. Falls es jetzt keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, wir sind überglücklich, dass ihr mit eurem Film hier wart und wir in Grazia di Dio hier zeigen können und konnten und nochmal können. Nächste Woche zeigen wir den nochmal. Und wir sind überglücklich, dass ihr beide hier wart, dass der Film hier war. Vielen, vielen Dank nochmal. Mille, mille grazie. Ich bedanke mich sehr. Danke sehr. Nur kurz etwas sagen, dass der Film, ich sage das auf Deutsch, der Film kommt raus in Frühling, wird nicht Grazie Dio heißen, aber es wird, ich weiß nicht, wie. Ein neues Leben. Ein neues Leben, ich glaube, fast sicher. Und bitte kommt wieder den Film anschauen und bringt jeder von euch zumindest 2000 Zuschauer. Danke sehr.